Moin Leute, jetzt mal nochmal ein kürzeres Tutorial zu dem Programm Unlocker. Yep, Unlocker. Und zwar ist das Ganze dazu da, um, also wenn ihr kennt es doch sicher, wenn ihr die Meldung kriegt, diese Datei kann nicht gelöscht werden, weil sie bereits benutzt wird. Dagegen ist dieses Programm. So. Also als erstes ladet ihr es euch runter. Was für eine Überraschung, nicht wahr? So, also bis jetzt mal Firefox mal geladen hat. Ja, ist ja gut. Okay, ich bin auch schlau, also. Also erst erstmal, ich stelle euch natürlich den Link wieder in den Download. Ich muss ihn noch selber raussuchen. So. Locker 32 Bit in diesem Fall. Zum Download. Ich weiß nicht, wie das geht. Na komm. Und Download Server Chip Online. So, Datei speichern. Und öffnen. Die Sprache auswählen. Und weiter annehmen und weiter installieren. Fertigstellen. Und ich schließe mal Firefox. Oh mein Gott, er hat QuickStores installiert. Du böses Programm. Naja, egal. So, jetzt ist das hier hinten offen, das müsst ihr aber nicht offen haben. Könnt ihr auch schließen. So. Oder Symbol verstecken. So, jetzt da. Zeige ich euch, was es bringt, wenn wir jetzt hier raufgehen. Und jetzt sagen wir mal, hier in der eingepackten Datei sollte noch ein ISO sein. Ja, komm, ISO. So, jetzt benutzen wir diese ISO mal. So, Ultra ISO, Monto Drive I. So, jetzt hängt er sich erstmal auf. Okay, so, jetzt da. Löschen wir sie. Yep. Okay, so, jetzt da. Oh, Surprise, Surprise. Es konnte natürlich nicht gelöscht werden. So, jetzt da kommt Ultra Unlocker ins Spiel. Unlocker. Unlocker, lol. Ja. Macht euch die Unlocker auf die Datei. Und dann seht ihr hier das System. Dann könnt ihr Prozess töten, freigeben oder alle freigeben, weil da könnten ja auch mehrere Prozesse drin. Wir drücken jetzt freigeben. Entfernen. Yes. Und die Datei ist weg. So. Jetzt da. Oh. Könnt ihr mit dem Unlocker nicht nur das machen, sondern wenn es dann trotzdem nicht geht, könnt ihr also löschen. Okay. Und wenn es dann nicht trotzdem nicht gelöscht werden kann, dann sagt er euch, ja, es wird beim Neustart gelöscht. Heißt, wenn ihr euren PC neu starten, wird das im MS-DOS-Modus gelöscht. Ja. Okay. Und tschüss. Stand da gerade Error? Okay, egal. Ist das gemacht, was es machen sollte? Tschüss. Und. Ach, wenn wir schon dabei sind. Ach, Erfolg. Ich dachte, da steht Error. Lol. So, das war's mit diesem Tutorial.
Wir sehen uns nächstes Mal, wenn wir das nächste Tutorial machen oder wenn ihr auf irgendein anderes Tutorial klickt. Bis dann. Viel Spaß damit.